Hallo, ich bin Mios hier, Andi Redet zu Hause. Es geht weiter mit Chrono Trigger. Nach langer Zeit, fast 2 Monate, geht's dann auch weiter mit diesem Projekt, das wir dann noch endlich abschließen werden. Also müssen wir mal hier SQ wieder ausschalten. Habe ich mich vergessen. Beschäftigt, so. So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mal da, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten. Das war nämlich vor dieser Eingangstür des Dungeons. Da wollen wir mal reingehen. Es könnte jetzt sein, dass einige meiner Charakter noch ein bisschen andere Fähigkeiten haben. Zum Beispiel hat mir letztes Mal noch nicht den Heilstrasser freigeschaltet. Oder halt auch den Drehsprung, den hatten wir noch nicht. Das oder Leben hatten wir auch noch nicht freigespielt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich dazu irgendwie keine Lust hatte. Die Stufen sind jetzt auch ein bisschen anders. Ich weiß, glaube ich, bis gar nicht, das war irgendwie fast in den 30er Bereich, dass wir die da jetzt machen. Ist ja aber auch mehr oder weniger wurscht. Ich würde einfach sagen, wir beginnen jetzt einfach mal weiter zu diesem Kampf. Was war das? Ich weiß nicht. Nee, das passt schon. Roter Stern, falle hier nieder! Ich habe die Erde rot! Tschüss, Kosch, erkennt man das auch? Eigentlich nicht, ne? Aber wenn das Schicksal uns untergehen lässt, werden wir euch lieber nicht einfach überlassen! Und im Nieder nach Tyrannen werde ich diese dreckigen Affen ausschmerzen! Ja, und damit haben wir den großen hier erstmal erwischt. Man sollte sich erstmal auf Azala stürmen, da der Nachttyranno noch sehr viel Def hat und man darauf nicht angreifen sollte. Ich glaube, der ist auch anfällig gegen Magie, nicht gegen physische Angriffe. Er kann Psychokinese, das ist natürlich auch schon ziemlich blöde. Ich durfte mich übrigens bei Scheinsbock 1983 bedanken, dass ich dieses Projekt wieder angefangen habe, denn ja, er hat mich dazu gebracht gehabt, dieses Projekt nochmal neu zu machen. Das heißt ja eigentlich neu machen. Ich wollte es halt einfach wieder spielen und dadurch ist es dann halt gekommen. Also wie gesagt, bei Scheißbock könnt ihr euch bedanken. Verlängerung werde ich nicht machen. Denn ja, mal Baum. Oder ich weiß noch nicht, ob ich die Verlinkung reinsetze. Also ihr werdet sie dann sehen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier erstmal um diese beiden Typen kümmern. Okay, das ist jetzt. Ne, das ist nicht ganz irrelevant. Verdammt. Das wird wehtun. 79. Oh, Kacke. Dann sollte man langsam mal heilen. Ich bin auch schon am ganzen Tag nur am Zocken. Oh, ganz ehrlich, ich habe auch fast schon keinen Bock mehr. Weil ich habe vorher noch Pokémon aufgenommen, was im Hintergrund schon rendert. Das heißt, wenn die beiden Parts hoch sind, dann ist sowieso alles egal. Auf jeden Fall wird dann Super Mario Sync mit Chrono Trigger laufen und nach irgendwas anderem weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich Dragon Quest jetzt wie gesagt weitermache. Es ist macht einfach keinen Spaß. Das ist meine Meinung zu dem Spiel. Was ich die ganze Zeit mache, ist eigentlich bloß noch Damage drauf spammen, weil wir müssen erstmal Azala loswerden, weil er die Nachttyrannen mehr oder weniger beschützt und das ist nicht gut. Wenn er das tut. Genau. Critical, komm. Stopp doch einfach mal. Telepathie einschläfern. Nein, das geht daneben, das geht daneben. Mist. Wartet mal, Flash Gamer. Er muss ja bloß sterben. Wenn er stirbt, ist ja die Hand wieder schon drinne.
Und dadurch haben wir dann schon mal ein bisschen mehr Chancen, den Nachttyrannen dann auch zu erledigen. Ah, das durfte es sein. Genau. So, und jetzt dürfen wir ganz lange hier draufhauen auf den, weil er machte ziemlich, er hatte die Verteidigung nämlich gesunken, um seinen eigenen Angriff zu stärken. Klingt natürlich erstmal sehr positiv. Ist es auch. Aber man sollte nicht zu viel, man sollte erstmal heilen und dann versuchen mit sehr vielen Angriffen drauf zu halten. Also doch, das klappt. Ich nehme auch noch mit meinem Headset auf, falls es jemand mitkriegen sollte. Ich werde jetzt auch noch mal irgendwann diesen Contest starten. Entweder Headset, Standmikro oder halt anderes Zeug. Bis jetzt bin ich ehrlich gesagt dafür für das Standmikro. Aber ich bin halt nicht auch so der Fan von Mikros. So wirklich. Ne? Nein, jetzt Drohangriff. So. Man sollte sich, wie gesagt, ein bisschen beeilen mit den draufkauen. Wie gesagt, danach macht er nämlich selber einen Angriff und der kann ganz doll wehtun. Bis jetzt läuft aber der Kampf noch relativ human ab. So. Jetzt, wenn ihr es schaffen solltet, dann solltet ihr jetzt bald heilen. Denn er vermindert auch die Lebenspunkte dank Azala. Und das ist natürlich nicht positiv. So. Jetzt sollten wir ganz schnell heilen. Na, ich darf das einfach nicht überleben. Ah. Das meinte ich. Ah, noch besser als erwartet. So, und jetzt hat er die Verteidigung wieder ganz hoch gesetzt. Das heißt, wir dürfen uns wieder so um mit dem Kloppen. Ist aber kein Problem. Dann geben wir den halt jetzt so ein paar Angriffe. Das ist mehr als okay. Gibt zwar nicht so viel Damage, aber ja, brauchen wir nicht. Wir haben wenigstens einen Heiler mit bei und dadurch. Da passiert ist, halt das schon ganz positiv, wenn man einen Heiler mit bei hat. Und dann kann man sich nämlich unterschiedlich mit heilen. Wo ich gesagt sagen muss, dass ich ihn als Heiler nicht so bevorzuge. Ich bevorzuge eher mehr Lilly. Weil das ist dann schon ein bisschen positiver, wenn man mit Lilly dann. Ja, das ist nicht gut. Aber Lilly dann halt ein bisschen heilen kann. So. Ich weiß jetzt gar nicht. Also diese 200 LP, die er jetzt zurückgekriegt hat, dürfte man eigentlich relativ schnell wieder runterkriegen. Na komm, seht ihr das waren sie jetzt. Er hat sich gerade geheilt und jetzt sind die schon wieder runter. Jetzt darf er auch mal wieder angreifen. Unser Benny. Ja. Ja, so, jetzt machen wir. Jetzt können wir wieder losdrehen. Jetzt können wir wieder aufdrehen und ihm voll aufs Maul geben. Fünf. Mit dem Schwert immer drauf da. Es ist noch nicht vorbei, ne? 9 Minuten sind wir schon im Kampf. Aber der Kampf ist besser als erwartet. Ich habe auch vorher gegen Markus gekämpft und da habe ich mir echt gedacht, da war viel einfacher. Ist auch kein Wunder, im Let's Play hatte, beziehungsweise in dem damaligen Part hatte er ja nur auf diesen einen Angriff spezialisiert. Da konnte ich ein bisschen schaden. Jetzt konnte ich ihn halt ein bisschen mehr treffen durch weil er halt immer wieder gewechselt hat zu Wasser, zu Elektro, zu Schatten, nie zu Feuer, aber dadurch kam ich halt besser wieder ins Spiel. Er muss sterben, er muss dann langsam mal sterben. Schnitt. Los, komm. Stirb jetzt.
Jetzt stirbst du. Nein, nicht ganz. Das hätte mal heilen, wa? Komm. Da ist er gestorben. 1800 Erfahrungspunkte erhalten, 25 Tech-Punkte erhalten. Ruffy erreicht nächste Stufe. Da ist er. Down. Da ist er down. Ja. Hier mal auf der Seite der Affen. Das ist ein Primaten. Und erzählt es weiter. Ihr Reptiten haben tapfer so bedeutend gekämpft. Was ist Jennifer's denn? So. Und jetzt kommt dieser rote Punkt. Bald werden Feuerkiesel herabregen. Flammen werden das Land verbrennen, die Ebene werden langsam verfrieren. Eine lange, grausame Eiszeit. Ich schreibe los, ihr werdet mit uns zu tauschen. Lavas. Lavas? Lavas, das ist unmöglich. Und so unmöglich ist es nicht. Schaut da. Der aus den Weiten des Universums auf dem Planeten landet. Lavas. Die Erde hat zumindest was aus Illusion auf Gaia, ne? Sieht ja sehr schön aus. Die Farben finde ich sehr schön. Jennys Wort, La ist Feuer. Was ist Gras? Bloßes Feuer, also. Jenny! Kinder! Beide, na was, bald kommen! Alle Doktorleuten! Kinder, weilen! Jenny, willst du tun? Komm mal, Zella, komm. Absolut. Ich die Kräfte der Natur abgesprochen. Jenny, warte! Was soll er? Ich nicht vergessen. Die Zukunft. Zukunft? Was mit Zukunft? Wir haben keine Zukunft. Wow, schöne Prärie. Schöner Ausblick. Also wurde Lavas hier geboren. Scheint demnach, ne? Dieser Punkt da unten, wenn ihr die seht, ja, das sind wir. Lavas ist riesig. Läuft gegen Camp. Ravi, wir gehen wohl auf uns fallen. Lavas sollte nur schwächer sein, ob wir ihn nun besiegen können. Das stellt sich gleich heraus. Höhle. Ein Tor ist entstanden. Lavas sehr schnell. Schon die wie in der Erde. Erscheint als scharfe Lavas enorme energetische Strahlung der Veränderung der Zeitachse Tore. Was ist drauf hier? Lavas wandeln? Hier rein? Ja? Ich überleg gerade. Allerdings können wir jetzt schon wechseln. Ja, können wir. Denn ich trainiere sie nicht so gerne, deswegen. Wartet. Packen wir das so. So. So habe ich das mal ganz gerne. Ich würde jetzt einfach sagen, wir beenden jetzt diesen Part hier für heute und wir sehen uns dann im nächsten Part mit Chrono Trigger, weil, ja, Baum, nein, ich euch im nächsten Part erst zeigen will, was hinter diesem Tor steckt
und was da so alles Schönes passiert. Also wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Mal von Chrono Trigger. Bis dahin, ciao!